Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play GTA 4. Ja, wir machen mal eine Mission bei Playboy X, würde ich sagen. Achso, ja, überspringen sollten wir natürlich auch. Und ja, dann mal schauen, was er so für uns hat. Fahrpreis 20 Dollar, ja, ist annehmbar. Fotoshoot. How are you? Chilling. It's all good. Well, mostly good. Mostly? Yeah. Dwayne's been getting on my nerves. Pushing me, man. But whatever. We spoke about that shit already. They give him time. He's just out the prison. For real. Listen, G. Dwayne ain't the only thing I got on my mind. No? No. Some motherfuckers been calling me a phony, calling me a snitch, calling me all kinds of bullshit. Big deal. Yeah, big deal. Damn right. Until I discover that same motherfucker, well, you got some real loose lips. Not bad. So, you need this guy silenced? Yeah, he hangs out with his team near the courts on Exeter between X and W. Okay. What does he look like? Well, son ain't too diesel or nothing. And he a regular looking dude, know what I mean? Now he don't flash his guap too much, but you can see it in his eye. He a hustler. Eh? Homie ain't too brolic, but he ain't scrawny neither. And he be styling on him a little, you dig? I mean, he ain't too bummy, but he grindy too. So he's the average one? Look, he's brown skin, B. Motherfucker be rocking baggy clothes, all that. Jewels, and he stay fresh with the clean sneakers, know what I mean? And sometimes a bandana. Look, I need more than that to go on. Jesus! Here, take this, head down there, take a photo, send it to me, and I'll point out which one of them motherfuckers it is. Fine. And that's a little gift for you. Oh, und wir bekommen ein neues Handy. Schön. Okay, begib dich zu den Basketballplätzen an der Exeter Avenue. So, und wir haben ein neues Handy. Ja, was können wir denn damit machen? Wir haben eine Kamera. Was haben wir sonst noch? Ja, ansonsten ist, glaube ich, alles gleich geblieben. Ja, ich glaube schon. Sehr schön. Aber wir steigen jetzt erstmal in seinen Wagen, nachdem wir uns anfahren ließen. Hallo, steig ein. Naja. So. Der schöne Patriot von ihm. Den nehmen wir jetzt mal mit. Und ich hatte mir noch... Achso, ja. Okay, hey, wir sind schon wieder hier. Ich wollte wieder auf meinen Zettel gucken, aber nein. Das Spiel lässt mir gerade keine Wahl. Ich muss einfach weiterspielen. And that's why the penetrators ain't doing nothing this season. They got no one who can work the lanes, man. Shit, Lieutenant. That's something I was forced into from the necessity of my financial situation. My body is forced to rob and deal in order to sustain my own well-being and that of my immediate family. Okay. Mach ein Foto der Gangmitglieder und schicke es an Playboy. Alter Abstand. Ja. Man, müssen die ja auch immer hier anfangen. Da sind die. Also. Menü. Kamera. Zack. Foto. Senden an Playboy. Jo. So, jetzt warten wir eine Sekunde und haben schon eine Nachricht bekommen oder haben wir geschickt? Wir haben nur weggeschickt. Lalala. So, jetzt. Anruf. Ach, annehmen. Okay, der Mann in Blau. Schalte Marlon aus. Das machen wir aber mit Vergnügen. Ah, verdammt. Junge, chill mal. Wo denn? Ah, wo ist er denn jetzt? Wir haben
So, komm, steig ein. Pack ihn dir. Oh Mann, ich dachte, ich könnte ihn jetzt so schön ausschalten, aber nee, natürlich nicht. Herr, wer hat denn zuerst geschossen? Wieso habe ich jetzt die Bullen? Das war nur Notwehr. Mann. Scheiße. Na. So, wir nehmen aber erstmal die Pistole. Können wir den jetzt schon besiegen? Ja, ich schätze mal schon. Können wir Platten schießen? Ja, können wir. Gut. Na komm, treff doch mal. Und aus seinem Fahrzeug raucht es wieder einer. Hauptsache bei einer Verfolgungsjagd einfach mal schön eine rauchen. Anstatt sich auf sein Leben zu konzentrieren. Weil man ja abhauen möchte. Nein, erstmal eine rauchen. Nein. Also, wir rufen Playboy X an. Marlin is dead. You the man, son. You money. You my ice cold Slavic killer. See you soon. Yo. Okay. Steck die Waffe weg. So, ich würde mal ganz kurz hier gerne gucken. Was haben wir denn hier? Nichts Neues, ne? Scheiße. Wegen diesem Dingens da. Wegen der... Du weißt schon. Hier. Anwaltsfirma. Ich hab jetzt immer wieder den Namen. Naja, schon klar, dass alle eure Mitarbeiter beschäftigt sind. Was machen wir denn dann mal? Ich würde sagen, dann fahren wir direkt noch zum Dwayne. Und... Ja. Also, ich hatte auf meinen Zettel mal geschrieben... Was euch wahrscheinlich schon alle aufgefallen ist, was eigentlich auf jeden YouTuber ja, passen könnte, aber jetzt erstmal mit Francis reden. He's got work and he's a good guy. You're not planning on taking him down, are you? Lay off him for me. I'm not planning on taking him down. He's my damn brother, you idiot. Packy McCreary, Francis McCreary. It's all starting to make sense. I knew Irish families were big, but I didn't expect to run into brothers in a place the size of Liberty City. Yeah, just thank the Lord you ran into Packy and not my other brothers. Packy's just a hood, but Gerald is into some serious shit. And Derek, he's the worst. If that asshole ever comes back from Ireland, I can't be held responsible for what I do. My brothers ain't no good, Nico. Trust me on that. You know what? Me and Packy get along. Maybe if doing what you do is good, then I want to be no good instead. I should meet the other McCreary's. Be careful what you wish for. Naja, okay, ich erzähl gleich weiter. Wir machen erstmal jetzt die Mission. Undress to kill. Dwayne? Sup? Not much. How are you doing? Done. Can't cope no more, man. I mean, prison was easy compared to this shit. I'm sure it was. Fuck it, man. Fuck it all. I mean, I used to have everything. I used to run uptown. Bohan, all that shit. Now I ain't shit. Hey! Let's get it back. Nah. I can't, man. I ain't got the energy no more. I've been stabbed in the back too many fucking times. I mean, there's bitches everywhere. Well, I'll do it. For you, I mean. Nah. Fuck that. Come on, man. Stop being so miserable. What did you lose? Shit, man. This club. Real gentleman's place. It's called the Triangle Club on Drill Street in Bowl. Den kenne ich gut. I'm talking real class, you know what I'm saying? But when I went down, some fucking gangsters came and took it. Well, I'll clean out the squatters for you. No problem. Man, you the real deal. I owe you. Big time. But we'll talk about that later. Man, you the truth.
Ach, Dwayne. Begib dich zum Stripclub. Ja. Alle wollen immer. Geh doch mal dahin. Jetzt machen wir's. Aber das ist wieder so weit weg, oder? Ey, Taxi. So. Ja, ich wollte eigentlich gerade gesagt haben, dass man zum Beispiel bei Let's Playern oft sieht, dass sie jetzt, wie ich zum Beispiel, 600 Abonnenten haben. Hallo, überspringen. Aber dann in Anführungsstrichen nur irgendwie 100 Views oder so pro Video haben. Und das ist natürlich schon komisch. Kann man natürlich verstehen, weil jetzt nicht jeder nicht jeder, der einen abonniert hat, auch alles guckt. Ich gucke ja auch nicht jedes Video von den Typen, die ich abonniert habe, ist klar. Das wäre auch ein bisschen viel. Schalte die drei Stripclub-Manager aus. Okay. Aber mich wundert es doch ab und zu schon, wie wenig das ist. Also zum Beispiel, ich habe ja jetzt die 600 Abonnenten erreicht. Hier auch nochmal ein Dankeschön an alle 600. Ja, wo sind denn die? Die drei. Sind die gekennzeichnet? Muss ich die suchen? Muss ich die auswendig machen? Ah, da ist einer. So, warte, dann packen wir uns den jetzt. Scheiße. Was ist das für eine Scheiße? Oh, was mache ich da für eine Scheiße? Oh. Das ist blöd. Ja. Toll. Ich würde sagen, auf ein neues. Ja, nochmal versuchen. Ach, Mann. Also, dass es teilweise schon echt komisch ist, ich mit meinen 600 Abonnenten habe jetzt bei den Magicka-Videos so circa 50 so bis 100 Views am Anfang. Das häuft sich natürlich, je länger die Videos drin sind. Aber ich finde es schon erstaunlich, dass es teilweise echt zu wenig sind, wie die, die das gucken. Soll jetzt keine Aufforderung sein oder so. Ist mir eigentlich auch Wurst. Nur mir ist das mal so aufgefallen, dass es teilweise echt schon ziemlich komisch ist. Bei so großen Let's Playern, da merkt man das auch. Da merkt man das eigentlich schon bei manchen Spielen zumindest besonders gut. Wo die dann zum Beispiel bei Funk Royale oder so, die haben dann irgendwie 23.000 Abonnenten oder so. Und haben dann irgendwie so 4.000 Views oder so. Das ist dann schon komisch, finde ich. Ist mir halt mal so aufgefallen. Schon etwas länger, aber ich brauche halt irgendwelche Themen zum Reden. Ihr könnt mir einfach mal schreiben oder so, was ihr... Oh, ich darf gar nicht auf der Bühne. Ob ihr alle Videos von euren Abonnements guckt oder wie auch immer. Weil es gibt ja auch welche, die abonnieren dann nur so 3-4 Leute und von denen gucken die dann alles. Bei mir ist das ein bisschen anders. Ich habe ganz viele abonniert. Naja, was heißt ganz viele? Guckt dann eher weniger. Wow, ich glaube, ich mache da mal eine Granate hin. Hätte seine Vorteile. Wie? Was ist das denn jetzt? Oh Mann. Wieso verrecke ich da immer? Gibt's doch gar nicht. Also, Undress to Kill, das machen wir gleich weiter. Obwohl, nee, das machen wir jetzt weiter. Ja, nochmal, mein Gott. Und ich kann euch auch noch was über meinen momentanen Status in der Schule erzählen. Ihr hört das ja mal ganz gerne, wenn ich über die Schule rede und sowas. Momentan läuft es schultechnisch ganz gut, aber da ich jetzt in der 10. Klasse bin, im
zweiten Halbjahr, ja doch, klar. Wird es natürlich ein bisschen eng mit der Ausbildung und sowas, weil ich momentan noch keine hab, noch keine feste Stelle hab. Das Blöde ist natürlich, man sollte so früh wie möglich eine haben. Hallo, ist hier denn irgendwo mein Taxi? Danke. Man sollte natürlich so früh wie möglich eine haben oder eine andere Schule. Das Blöde ist, ich habe jetzt bei einer Ausbildungsstelle, so, warte, ich gehe jetzt erstmal zum Waffenladen. Ja, ist ja. Oh, verdammt! Gibt's noch nicht. Okay. Was zur Hölle? Hä? Alter. Mein Gott. Ich habe jetzt bei einer Ausbildungsstelle gesagt bekommen, ja, wir wählen erst im April aus. Also, die gucken jetzt noch gar nicht, sondern die sammeln erstmal. Und warten dann bis zum April. Ist natürlich für uns Schüler extrem blöd. Ebenso ist es bei einer anderen Schule gewesen. Die haben dann auch gesagt, ja, machen wir erst im April, wenn wir alle Anmeldungen haben, mehr oder weniger. Und das ist natürlich schon extrem blöd. Des Weiteren habe ich jetzt noch zwei Absagen bekommen. Das ist auch extrem blöd. Und ich will das hier. Und will ich sonst noch irgendwas? Raketenwerfer wäre nice. Kann ich mir holen? Ah, Mann. Das Beste kann ich mir wieder nicht holen. Na gut, dann soll es das gewesen sein. Taxi. Da hinten ist ein Taxi. Ey, Taxi! Ich kann es nicht zu mir rufen. So ein Scheiß. Na, wir sehen uns da. Einen Moment. So, jetzt habe ich auch ein Taxi. Wo war ich? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es schon extrem blöd. Und ja. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Für die, die es interessiert. So. Und diesmal muss ich mir irgendeinen guten Platz aussuchen, von wo ich, naja, nicht so schnell getroffen werde. Scheinbar kann man durch diese Absperrungen sehr leicht durchschießen. So, wo gehen wir denn dann mal hin? Ich glaube, hier ist nicht schlecht, oder? Hier ist gut, ja. So, wo sind die anderen? Ah, sind die hier irgendwo? Einer ist doch hier. Da ist einer. Du Penner, ey. So. Und den anderen holen wir uns jetzt auch noch. Oh. Das war gar kein Bodyguard. Verdammt. Ich bin gleich schon wieder tot. Nein, Mann. Was ist das für eine scheiß Mission? Ich würde sagen, wir machen die in der nächsten Folge nochmal. Verdammt, das gibt's doch nicht.